Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Takeoff Strategie mit Martin Görsch. Ich freue mich sehr, dass er mit uns heute das Webinar veranstaltet. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn dieses Webinar dient auch wie immer nur zu Schulungszwecken, bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja. So, dann, lieber Martin, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Alles klar, vielen Dank. So, dann starten wir jetzt hier. Ja, dann auch von meiner Seite nochmal schönen guten Morgen. Ich begrüße euch auch alle ganz recht herzlich hier heute zum Webinar DAX Take-Off-Strategie. Außergewöhnliche Zeit für mich, Webinar um 10 Uhr. Von daher freue ich mich riesig, dass so viele Leute dabei sind. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich dachte mal, es gucken alle nur nach Feierabend, aber es liegt wahrscheinlich im Moment auch am Homeoffice, dass hier heute ordentlich was los ist. Okay, ich würde sagen, wir starten kurz. Ich kann hier auch einfach mal meine Cam anmachen, wenn es denn funktioniert. Da haben wir es. So, also hallo von meiner Seite auch und ich würde sagen, wir legen dann hier auch direkt mal los. Natürlich kommt auch von mir hier noch ein kleiner Risikohinweis. Ja, das müssen wir ja immer machen. Ich hole mir hier auch noch mal schnell das Fragenfeld rein, dann können wir nämlich auch direkt alles an Fragen beantworten, was eventuell auftaucht. Also wenn ihr Fragen habt, dann bitte gerne direkt ins Chatfeld. Okay, den kleinen Risikohinweis hier, den hat der Nelson ja auch gerade schon kurz angesprochen. Das Ganze geht jetzt hier noch ein bisschen weiter, weil ich auch Performances zeige hier der Strategie, die wir uns heute anschauen. Da ist wichtig zu beachten, dass ganz klar, Performance der Vergangenheit bitte keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist. Ja, das ist unheimlich wichtig. Und es ist auch so, dass ein Teil, weil diese Performance relativ lange dann auch zurückreicht, dass ein Teil der Performance über Backtests erstellt ist, die nicht live gehandelt worden sind. Und auch da muss man darauf achten, dass eventuell das Ganze nachher im Live-Handel ein bisschen anders aussieht. Ja, da ist also immer eine Slippage auch schon berücksichtigt, aber trotzdem kann es im Live-Handel sein, dass es auch mal größere Slippages gibt und die Ergebnisse dann ein bisschen anders ausfallen. Ja, auch ganz wichtig, weil ich selber trade, ist es durchaus möglich, dass ich in den Märkten, die wir heute anschauen, Positionen halte. Das ist im Moment der DAX, also heute geht es ja eigentlich nur um den DAX. Im DAX habe ich im Moment, muss ich dann auch an der Stelle erwähnen, langfristige Long-Positionen. Im Kurzfrist-Trading läuft da im Moment nichts. Und so wie wir uns die Strategie nachher hier auch anschauen, wird da heute auch nichts passieren. Werdet ihr dann auch sehen, warum. Aber da kommen wir gleich zu. Ja. Schauen wir uns erstmal an, was die Themen heute sind. Wir werden also ganz am Anfang mal so einen kleinen Blick werfen auf das, was grundsätzlich für Trading-Strategien wichtig ist, worauf man achten sollte, wenn man denn eine feste Strategie entwickeln möchte, was da so die wichtigen Kernpunkte eigentlich sind. Dann werden wir uns anschauen, was denn Takeoff überhaupt ist, wie diese Strategie funktioniert. Ich werde euch genau die Regeln mitteilen, die Regeln zeigen, die hinter der Strategie liegen. Und wir werden uns auch ganz genau die Ergebnisse anschauen. Das heißt, wir werden ganz genau auseinandernehmen, was für Ergebnisse erzielt werden können, wenn man jedes Signal dieser Strategie handelt. Da braucht ihr also auch keine Sorgen haben. Das ist jetzt kein Ultra-Hochfrequenz-Trading, sondern das ist eine ganz entspannte Geschichte, die da gemacht werden kann. Und ja, ganz am Ende gibt es dann noch eine kleine Überraschung. Ja, Thomas, auf die Frage direkt, ob es eine Aufzeichnung gibt. Ja, es gibt eine Aufzeichnung des Webinars und das wird auch auf der FX Flat Seite dann hochgeladen. Okay.
Grundsätze, damit beginnen wir, ja. Vorher noch eine kleine Einführung zu meiner Person. Ich halte das relativ kurz. Ich glaube, die meisten, die kennen mich schon. Martin Görsch ist mein Name. Das Alter, was hier auf der Folie steht, ist leider nicht mehr aktuell. Ja, inzwischen 43. Seit 2005 bin ich Vollzeithändler. Das heißt, seit 2005 lebe ich vom Handel, lebe von dem, was ich schaffe, mir aus dem Markt zu ziehen. Und 6 Jahre später, im Jahr 2011, habe ich dann angefangen, in den Coaching-Bereich überzugehen. Oh, man sieht die Martin, Folie nicht. genau, wir sehen nur die heutigen Themen, genau. Sorry, da haben wir die Folie. War ich ein bisschen zu schnell wieder. Okay. Ja, 6 Jahre später, 2011, habe ich angefangen mit dem Coaching, bin also so ein bisschen in den Bereich Schulung gegangen, gebe Einzelcoachings. Das mache ich auch immer noch, so relativ ausgewählt. Seminare habe ich viel gemacht, bin ich stark zurückgefahren, das Ganze, weil einfach das zu viel Zeit nimmt. Ja, wenn man zu viel schult, nimmt das zu viel Zeit, dann fehlt einem die Zeit nachher fürs Trading und das ist das, wo das eigentliche Geld verdient wird. Ja, jetzt im Moment mache ich so pro Jahr vielleicht ein Seminar, mehr ist das nicht. Ja, und ansonsten beschäftige ich mich mit dem Trading, mache meine eigenen Trades, handle auch Kundengelder und schreibe für ein paar Börsenbriefe. Ja, das ist so mein Tagesablauf. Okay, schauen wir uns mal so ein bisschen an, was der Kern des Tradens überhaupt ist. Für mich ist immer besonders wichtig, wenn ich einen Trading-Ansatz fahre oder auch wenn ich versuche, mal so ein, wie wir das uns jetzt ja anschauen, so einen stark regelbasierten Ansatz zu entwickeln, dann ist es für mich immer besonders wichtig, dass der Ansatz möglichst einfach ist. Ja, es ist aus der Erfahrung so, je komplizierter ein Trading-Ansatz ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, da einfach Fehler zu machen. Fehler kosten beim Trading normalerweise Geld. Und deswegen versuchen wir das Ganze möglichst simpel zu halten. Und es ist auch tatsächlich so, dass Trading keine Raketenwissenschaft ist. Es ist nicht so, dass das komplizierteste System am besten performt, ja, sondern am einfachsten ist tatsächlich ein Trendfolgeansatz mit einem bestimmten Regelwerk. Wir brauchen im Prinzip nichts anderes als einen positiven Erwartungswert in der Strategie. Und dann eben ein vernünftiges Risiko und Money Management. Das ist am Ende das, was entscheidend ist darüber, ob ein Trader Geld verdient oder nicht. Ja, das werden wir uns nachher auch noch mal ein bisschen angucken, wie das Ganze aussieht von der Risikoseite her. Aber am Ende ist es so, eure Aufgabe als Trader ist im ersten Teil eine Strategie zu entwickeln mit einem positiven Erwartungswert und im zweiten Teil eure Positionsgrößen in der Art zu gestalten, dass ihr von diesem positiven Erwartungswert auch Gebrauch machen könnt. Ja, es bringt euch nichts, wenn ihr eine super Trading-Strategie habt und viel zu viel Geld pro Trade riskiert und in der ersten Verlustserie ist das Konto leer. Und diese Verlustserien, die kommen, ja, die werden kommen. Wir werden uns das nachher auch angucken bei der Strategie, um die es hier heute geht, wie da die Verlustserien und Gewinnserien aufgeteilt sind. Ja, und da werdet ihr sehen, wow, das ist schon was, wo man tatsächlich mal drüber nachdenken muss, auch wie man die Verlustseite gestaltet. Ja. Und dann ist natürlich der nächste Punkt die Disziplin, das, was ihr euch als Trading-Strategie vornehmt, am Ende tatsächlich auch durchzuhalten. Ja. Und da ist es eigentlich ganz gut, wenn man sich immer bewusst macht, was denn eigentlich das Ziel des Tradens ist. Ja, und das ist für mich ist es eine ganz klare Geschichte. Das Ziel in dem Moment, wo ich mich an den Rechner setze, in dem Moment, wo ich Positionen eröffne, ist mein Ziel, Geld zu verdienen. Ja, nicht unbedingt heute und auch nicht unbedingt mit dem Trade, den ich jetzt gerade eingehe, sondern langfristig. Ja, Trading ist ein Marathon, Trading ist kein Sprint. Und von daher ist es für uns extrem wichtig, was im Durchschnitt pro Trade rauskommt. Der einzelne Trade an sich ist völlig irrelevant, spielt für mich überhaupt keine Rolle. Wenn ich heute um 11:30 Uhr in eine Position reingehe, spielt es für mich überhaupt keine Rolle, ob die um 12:10 Uhr im Verlust ausgestoppt ist oder ob ich die um 22 Uhr mit dem Gewinn rausnehme aus dem Markt. Ja, das ist am Ende
irrelevant, weil das Einzelergebnis nicht entscheidend ist, sondern entscheidend ist das Gesamtergebnis. Und das ist wichtig, sich das einmal klar zu machen, weil ich weiß, dass viele private Trader, auch gerade von denen, die bei mir schon im Coaching waren und so, dass bei vielen wirklich das Ziel ist, Recht zu haben. Und das ist genau das falsche Ziel. Es geht nicht darum, Recht zu haben. Es geht nicht darum, abends in der Kneipe zu sitzen und den Kumpels erzählen zu können, was man für tolle Trades über den Tag gemacht hat, sondern es geht tatsächlich darum, am Ende des Jahres einen vernünftigen Gewinn auf dem Konto zu haben, und zwar mit einem Risiko, was einen nicht killen kann. Ja. Dementsprechend ist es wichtig zu verstehen, dass ein großes Ego dem Traden im Weg steht. Ja. Wenn man persönlich angegriffen ist, wenn man falsch liegt in einem Trade, dann ist diskretionäres Trading wahrscheinlich nicht so der richtige Ansatz, oder man muss versuchen, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja, und ein weiterer Punkt, auf den ich achte bei meiner Trading-Strategie, die ich entwickle, ist, ja, dass die Drawdowns nicht zu groß werden. Ja, da sind wir aber auch wieder ganz stark bei dem Punkt Risikomanagement. Also wie groß gestalte ich meine Position? Das hat natürlich einen großen Einfluss darauf, wie groß der Drawdown ist. Okay. Was haben wir für Elemente in der Strategie? Was brauchen wir? Wir brauchen immer ganz klar, ich nenne das immer ein Grundsetup. Ja, also ich brauche irgendeine Situation, die mir einen Vorteil bietet oder die mir höchstwahrscheinlich einen Vorteil bietet. Ansonsten will ich gar nicht traden. Ich brauche also erstmal so grundsätzliche Kriterien, wann gehe ich überhaupt in eine Position rein und wann nicht. Und wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich feststelle, die Grundausgangslage, die passt, ja, ich würde gerne in eine Position reingehen, dann sind wir beim Punkt Timing des Einstiegs. Ja, also wann eröffne ich die Position? Zu welchem Preis? Um welche Uhrzeit? Was muss auf Indikatorseite vielleicht passieren? Und so weiter. Ich mache das für meine Swing Trades. Wissen vielleicht einige von euch, baue ich das Ganze so auf, gerade im Bereich Rohstoffe und Währungen, dass ich zuerst schaue, wie ist die fundamentale Ausgangslage. Ich nenne es jetzt mal fundamental. Da achte ich im Prinzip auf Commitments of Traders Positionierung, also was machen die großen Hedger und was machen die großen Trader wie Fonds und Hedgefonds und Pensionskassen und so. Wie positionieren die sich in den einzelnen Märkten? Das sehe ich anhand der Positionierungen, die veröffentlicht werden. Und ich schaue mir immer an, wie sind die Saisonalitäten, gerade bei Rohstoffen oder bei den ganz großen Währungen, gibt es gute Saisonalitäten. Und das ist so mein Grundsetup. Ja, und dann brauche ich zu diesem Grundsetup brauche ich ein entsprechendes Einstiegstool. Und genauso funktioniert das bei meinen Intraday-Strategien auch. Also ich brauche einmal ein großes Grundsetup, was erfüllt sein muss. Und dann muss noch das Regelwerk da sein, was mir eben den genauen Einstieg quasi vorgibt. So funktioniert das. Dann brauche ich natürlich Exit-Kriterien. Das heißt, ich will wissen, wann nehme ich einen Gewinn mit? Wann ziehe ich meinen Stop hinterher? Wo liegt überhaupt mein maximaler Stop? Und so weiter. Das sind also alles Punkte, die als Regelwerke fix festgelegt werden müssen. Ja. Dann muss ich über den Bereich Handelsgröße nachdenken. Handelsgrößen kann man verschieden betrachten. Also man kann fixe Größen handeln, ja, dass man sagt, hey, ich nehme bei jedem Trade handle ich einen DAX-Kontrakt oder bei jedem Trade handle ich 100 Aktien. Oder man macht das Ganze variabel, ja, dass man das prozentual zum Beispiel festlegt und sagt, ich riskiere auf jeden Trade 1,5% von meinem Konto. Und danach berechne ich dann, wie groß die Positionsgröße sein darf. Ne? Das sind also unterschiedliche Ansätze. Das, was ich heute zeige und auch die Performance-Kurve, die ich heute zeige, die ist nach einem ganz einfachen Handelsgrößenansatz gewählt, nämlich pro Signal ein Kontrakt. Ja, unabhängig davon, wie weit das Konto schon gewachsen ist. Das mache ich aus einem ganz einfachen Grund. Die Strategie, die ich euch hier zeige heute, die ist hochprofitabel. Und wenn man jetzt noch anfängt, in diese Strategie ein Positionsgrößenmanagement reinzubringen, dass man in dem Moment, wo das Konto wächst, vielleicht anfängt, die Risiken zu erhöhen, dann steigt so eine Performance-Kurve nachher exponentiell, und dann ist es einfach auch nicht mehr realistisch, weil das Dinge sind, die man dann häufig
auch mental gar nicht durchsteht. Ja, dann wären nämlich auch die Verluste am Ende sehr groß. Also das, was ich heute hier zeige, ist eine fixe Handelsgröße pro Signal, ein Kontrakt. Und dann werdet ihr sehen, dass es etwas ist, was sich mental auch sehr, sehr einfach umsetzen lässt und trotzdem gute Gewinne bringt. Ja. Dieser Punkt definieren, wann das System pausiert, das ist natürlich nur dann wichtig, wenn man in eine außerordentlich große Drawdown-Phase reinläuft, oder eben wenn man kein so ein Grundsetup hat, wie ich das verwende. Also es gibt immer diese beiden Möglichkeiten. Entweder man hat so einen Grundfilter, so einen Vorfilter, der einem eben sagt, in welchen Situationen macht es Sinn, Trades einzugehen und in welchen nicht. Wenn man den nicht hat und handelt wirklich einfach nur strikt irgendein System, was aufgrund von Indikatoren oder bestimmten Marktsituationen Handelssignale generiert und man setzt im Prinzip jedes Handelssignal um, dann muss man sich überlegen, wann man so eine Position oder wann man so eine Strategie auch mal pausiert, wenn es eben dann nicht gut läuft. Ja, das hat man typischerweise, wenn man das so wie ich das macht, mit so einer Grundeinstellung, dann kann man sich das sparen. Okay, genug des Vorgeplänkels. Kommen wir mal hier ans Eingemachte. Kommen wir mal zu der Strategie, um die es heute geht. Take-off-Strategie. Da möchte ich mit einem kleinen Zitat anfangen. Ja, warum ich überhaupt so ein Grundsetup suche. Und das ist von Jesse Livermore, super bekannter Händler. Ja, der hat gesagt: Do not trade every day of every year. Trade only when the market is clearly bullish or bearish. Trade in the direction of the general market. If it's rising, you should be long. If it's falling, you should be short. Heißt übersetzt, kurz gefasst: Ja, das macht keinen Sinn, jeden Tag in jedem Jahr zu handeln. Handel nur dann am Markt, wenn du eine klare Richtung hast, wenn der Markt also ganz klar bullish oder ganz klar bearish ist. Und dann folge der Richtung. Ja, ist der Markt bullish, nimmst du Long-Position, ist der Markt bearish, nimmst du Short-Position. Ja. Das ist auch eins meiner Grund oder eine meiner Grundregeln. Ja, wenn ich sehe, dass sich einfach an den Märkten nichts tut, weil alles nur irgendwie zäh seitwärts läuft, dann brauche ich keine Position. Ja. Von daher hat man immer einen Vorteil, wenn man ein ganzes Portfolio an Märkten hat, die man traden kann. Ja, dann ist eigentlich immer irgendwo was los. Wenn man jetzt aber sowas hat wie hier zum Beispiel so eine ganz klare DAX-Strategie, die wirklich, ich sage das hier auch nochmal ganz explizit, auf den DAX entwickelt worden ist und für den DAX entwickelt worden ist und bitte auf keinem anderen Markt so in der Art angewandt werden sollte. Ja. Wir haben da Backtests gefahren und haben gesehen, im US-Markt funktioniert das nicht. Märkte, die ähnlich sind wie der DAX, ja, zum Beispiel der CAC 40 oder so, da kann man sowas auch machen. Na, da kann man sogar die Strategie 1 zu 1 drauf laufen lassen. Aber ansonsten, wenn ihr sowas testen wollt, nehmt euch die Zeit, schaut euch einfach mal die Signale an, die im Chart entstehen und dann prüft ihr das erstmal, ob das überhaupt für euch Sinn macht. Ja, und wenn wir eben so eine Strategie haben, wie die, die wir uns jetzt anschauen, dann ist es wichtig, dass man tatsächlich nur dann handelt, wenn man mit Bewegung rechnen kann und nicht eben sich in jedem Seitwärtstag irgendwie zerschießt oder an Tagen, an denen das Grundsetup eher short ist, dann auf die Long-Seite zu gehen. Ja. Der Hans-Jürgen fragt, ob die Strategie auch auf dem Eurostoxx 50 funktionieren würde. Ich glaube eher nicht, weil der Eurostoxx 50 völlig anders sich verhält als der DAX. Ja, der Eurostoxx 50, wenn ihr euch mal ein Future anschaut bei FX Flat, könnt ihr ja inzwischen auch ganz hervorragend Futures handeln. Da kriegt ihr ja auch das Orderbuch dazu und so. Schaut euch einfach mal an, was ist für Volumen auf dem DAX und was ist für Volumen auf dem Eurostoxx. Und dann werdet ihr sehen, auf dem Eurostoxx ist ein deutlich höheres Volumen als auf dem DAX. Da sind viel, viel mehr Kontrakte, die da umgesetzt werden. Das heißt, ja, das könnt ihr so ein bisschen vergleichen, wie der DAX ist vielleicht so das kleine Sportboot, der ja, aber super wendig ist, was ganz schnell anhalten kann, super schnell beschleunigen kann, die Richtung schnell wechselt. Und der Eurostoxx, der ist mehr so, ja, der große Tanker, ne? Der, wenn der einmal fährt, dann fährt der. Die Bewegungen an sich sind ähnlich. Ja, das heißt, typischerweise, wenn der DAX steigt, dann steigt auch der Eurostoxx und umgekehrt. Die prozentualen Amplituden, die sind auch noch ähnlich, wobei der DAX teilweise kurzfristig deutlich stärkere Ausschläge hat. Was allerdings nicht mehr ähnlich ist, ist
die Anzahl der Punkte, die sich die Märkte bewegen. Ja, was auch klar ist, der DAX steht viel höher als der Eurostoxx. Ja, wenn der DAX sich 1% bewegt, sind es viel mehr Punkte, als wenn sich der Stoxx 1% bewegt. Und von daher, weil das, was wir uns hier anschauen, eine Strategie ist, die auf schnelle Moves auch ausgelegt ist, wäre ich da ein bisschen vorsichtig, das einfach so auf dem Eurostoxx anwenden zu wollen. Ja. Der Siegfried fragt, ob man das Ganze auch auf anderen Handelsplattformen anwenden kann. Ja, das könnt ihr auf jeder Handelsplattform anwenden. Ich werde euch das ja auch gleich zeigen. Wir gehen auch gleich nochmal in die Charts rein. Dann schauen wir uns das auch nochmal an, direkt auf der Handelsplattform. Ja. Okay, also was ist Takeoff? Ja, Takeoff ist tatsächlich eine Intraday-Strategie für den DAX oder eben für CFDs auf dem DAX. Das funktioniert genauso. Intraday deswegen, es werden keine Positionen über Nacht gehalten. Ja, was ein Riesenvorteil sein kann, gerade wenn man sich anschaut, wie in der letzten Zeit die Märkte so laufen, ist es ein Riesenvorteil, über Nacht kein Risiko zu haben. Ja, weil wir haben halt häufiger mal Gaps im Markt. Im Future geht es inzwischen schon. Ne? Da ist es so, dass der Future nachts um 2 schon eröffnet. Das ist nicht bei jedem Broker handelbar. Einige fangen um 7 an, andere fangen um 8 an. Bei einigen kann man es dann schon auch nachts um 2 handeln. Aber in dem Moment, wo ihr das auf dem CFD umsetzt, der auf den Index, auf die Kasse gepreist ist, habt ihr Kurse ab 8 Uhr und in der Nacht eben nicht. Und dann entstehen teilweise große Gaps, dann werden die Stops zu deutlich schlechteren Konditionen ausgeführt, dann am nächsten Morgen, wenn es ein großes Gap gab gegen die eigene Position. Also dieses Overnight Risk fällt einfach weg in dem Moment, wo man seine Position nur Intraday hält und spätestens zum Schluss des Handelstages das Ganze schließt. Die Takeoff ist eine recht aggressive Strategie, denn wenn der Markt läuft, wenn der Markt richtig Stärke zeigt, dann pyramidisiert die relativ stark auf. Ja. Das sind wenige Handelstage im Jahr, wo das passiert. An den meisten Handelstagen gibt es, wenn es ein Signal gibt, einen Trade und das war's. Aber es gibt einige Tage, die sehr stark sind, wo deutliche Pyramiden aufgebaut werden. Das werde ich nachher auch ganz detailliert alles zeigen. Und die Idee hinter der Strategie ist einfach, von möglichst großen Intraday-Bewegungen zu partizipieren. Ja, von möglichst großen heißt, wir sehen zu, dass wir einen Einstieg finden, der dem Regelwerk entspricht. Und dann habe ich es am liebsten, wenn die Position bis zum Ende des Tages durchgehalten wird. Ja, und gar nicht irgendwo vorher glattgestellt. Der Ansatz, den ich hier zeige, ist Long Only. Bietet sich immer an, wenn man mit Strategien arbeitet im Aktienmarkt, mit Long-Strategien zu beginnen, weil die meisten Tage Aufwärtstage sind, weil die Indizes darauf ausgerichtet sind und der ganze Finanzmarkt auch so gestaltet ist, dass Kurse langfristig steigen. Und deswegen macht es durchaus Sinn, auch kurzfristige Intraday-Strategien Long-Only zu handeln. Ja. Werden wir sehen, dass uns das auch einen Vorteil gibt, wenn wir einen entsprechenden Trendfilter da vorsetzen vor das Ganze. Und die Zeitebene, die wir uns hier anschauen, ist ein 15-Minuten-Chart. Ja, das heißt, eine Kerze 15 Minuten bedeutet im Prinzip für euch im Extremfall, wenn ihr jetzt nichts programmiert habt, was euch automatisch die Signale rausgibt, wo ihr vielleicht noch einen akustischen Filter drin habt, wie auch immer, müsstet ihr, wenn ihr so eine Strategie tradet, alle 15 Minuten wenigstens einmal ganz kurz auf den Chart schauen, ob es ein neues Signal gibt oder nicht, falls ihr nicht schon eine Position habt. Okay, gucken wir weiter. Das Timing des Einstiegs haben wir ja gesagt. Also das, was für uns wichtig ist, erstmal an Grundregeln, was muss erfüllt sein und was gibt dann meinen Einstieg überhaupt an? Also das, was erfüllt sein muss, ist als allererstes mal für diese spezielle Strategie ein Tagesfilter, Dienstag bis Donnerstag. Das heißt, es werden nach dieser Strategie keine Trades gemacht am Montag und keine Trades gemacht am Freitag. Könnte man nochmal auf den Prüfstand stellen?
Ja, weil diese Handelsregeln, die sind abgeleitet von der Performance der Strategie ungefähr der letzten 15 Jahre. Ich habe es in der letzten Zeit häufiger gesehen, dass auch sehr starke Tage mal auf einen Montag oder auf einen Freitag gefallen sind, die man dann einfach schlicht verpasst. Von daher wäre das der Fakt der Strategie, den ich nochmal empfehlen könnte, auch auf den Prüfstand zu stellen. Alles andere ist fix, ja. Aber es ist tatsächlich so, wenn man seine Trades macht, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, das sind auch rein statistisch die stabilsten Handelstage. Dann hat man definitiv eine hervorragende Performance und braucht auch eigentlich nicht mehr Trades. Ja, man kann das nachher alles auch über die Positionsgröße managen. Da braucht man nicht mehr Trades. Deswegen habe ich das persönlich nie gemacht. Ich habe also nie nochmal überprüft, ob ich mich jetzt vielleicht mit Montags und Freitags inklusive noch ein bisschen besser stellen würde, weil es mir schlicht egal ist. Ja, das System ist profitabel und damit arbeite ich so lange, wie das so bleibt. Dann habe ich einen Trendfilter, den ich benutze, einen sehr einfachen Trendfilter. Ich vergleiche die 8-Uhr-Eröffnung von heute mit der 8-Uhr-Eröffnung von gestern. Ja. Das war bis so vor 1,5 Jahren, war das alles ein bisschen einfacher. Da konnte man einfach den Tageseröffnungskurs vom Future vergleichen mit dem Tageseröffnungskurs vom Vortag. Das geht nicht mehr, weil die Futures eben, wie gesagt, um 2 aufmachen, um 2 Uhr nachts inzwischen. Aber die 2-Uhr-Eröffnung, die interessiert mich nicht. Da ist überhaupt kein Volumen drin. Da sind kaum Händler, die überhaupt um diese Zeit arbeiten. Deswegen interessiert mich das nicht. Sondern mich interessiert immer noch der tatsächliche alte Start des vorbörslichen Handels, 8 Uhr. Also ich schaue mir an, wo kommt der Markt um 8 Uhr rein, vergleiche das mit dem Tag vorher um 8 Uhr. Wenn die Eröffnung heute höher liegt als am Tag vorher, dann weiß ich, okay, mein Grundsetup ist erfüllt. Ich muss heute nach Trades schauen. Wenn wir gleich auf den Chart mal gucken, dann werden wir sehen, die 8-Uhr-Eröffnung heute lag tiefer als die 8-Uhr-Eröffnung gestern. Und damit ist der Handelstag für mich heute frei. Ja, da wird für diese Strategie kein Signal kommen. Ja. Als nächstes müssen wir jetzt an den direkten Einstieg gehen. Also wir wissen jetzt, was ist das Grundsetup? Wir wollen nicht montags und nicht freitags. Also wir wollen einen Handelstag, der Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag ist. Und wir wollen, dass die Eröffnung von heute höher liegt als die Eröffnung von gestern. Ja, wenn das erfüllt ist, dann begeben wir uns auf Suche nach Einstiegen. Und das mache ich über einen Preisfilter. Das heißt, ich schaue mir die 15-Minuten-Kerze an, im 15-Minuten-Chart, wenn die geschlossen hat. Wo liegt der Schlusskurs? Und wenn der Schlusskurs über den Hochs der beiden vorigen Kerzen liegt, dann ist es ein interessantes Level. Dann prüfe ich noch das Volumen. Wenn diese Kerze, bei der der Schlusskurs höher liegt als das Hoch der zwei Kerzen vorher, gucken wir uns auch gleich alles noch im Chart an, dann sieht man es noch ein bisschen deutlicher. Wenn also dieses Hoch höher ist oder der Schlusskurs höher ist als das Hoch der beiden Kerzen vorher, dann vergleiche ich noch das Volumen. Und das Volumen muss auch das höchste Volumen der letzten drei Kerzen sein. Ja. Wenn dem so ist, dann gehe ich einen Trade ein. Ja, da kommt gleich eine gute Frage rein vom Thomas. Zum Volumen, geht hier nur das Realvolumen oder ist Tickvolumen auch zulässig? Das macht nur Sinn, das Realvolumen zu beobachten. Alles andere macht keinen Sinn. Das war auch bis vor kurzem so, dass tatsächlich nur das Volumen aus dem FDAX ausschlaggebend war. Inzwischen ist es so, dass auch im Mini-DAX-Future das Volumen relativ groß geworden ist, dass da ziemlich viele Trades umgesetzt werden. Und aus der Erfahrung, soweit ich das beurteilen kann, sollte inzwischen auch das Volumen vom MDAX, vom Mini-DAX reichen. Ja. Ich persönlich beobachte immer das Volumen vom FDAX, also von dem großen DAX mit 25 Euro pro Punkt. Ja. Das ist für mich das Ausschlaggebende, der große Future. Ja, der Lutz fragt, wenn er mit CFDs handeln würde, wo bekommt er dann das Volumen her?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich Broker, die anscheinend das Futures-Volumen umrechnen und das in ihre Handelsplattform einspielen. Wenn das nicht der Fall ist, wenn du ein FX-Flat-Konto hast, dann kannst du dir den Futures-Handel freischalten lassen und kannst dir dann auf der Plattform auch anschauen, wie das Volumen im Future ist und setzt dann einfach deine Trades im CFD um. Oder du musst dir halt von irgendwo noch einen Kursdatenfeed herholen und holst dir einfach das Volumen aus dem FDAX. Ja, also ich sage mal, ein vernünftiges Trading-Programm kann dir das auch anzeigen. Ja. Der Zeitfilter, den ich habe, ist 9:30 Uhr bis 18 Uhr. Das heißt, das erste Signal, was gehandelt wird, entsteht ab 9:30 Uhr. Und die letzte Position, die ich noch eingehen würde, wäre um 17:45 Uhr. Ja, danach ist das nicht mehr interessant, weil um 17:30 Uhr schließt auch schon die Kasse. Und das ist häufig so, dass der DAX dann eben nachmittags dem S&P noch ein bisschen hinterherläuft, aber in geringerer Amplitude. Also auf dem Abend ist einfach im DAX nicht mehr viel los. Und wenn wir jetzt um 18:30 Uhr, 18:45 Uhr noch eine Position aufbauen, dann ist das Gewinnpotenzial einfach nicht mehr da. Ja, und deswegen habe ich für mich diese Zeiten auf 9:30 Uhr bis 18 Uhr im DAX beschränkt. Ja. Okay, der Mario fragt, Analyse auf dem großen DAX und Handel auf FDAX möglich? Ja, klar, ja, natürlich. Ja, das ist eine Strategie, die man super im FDAX umsetzen kann. Ja, ganz hervorragend. Okay, dann haben wir gesagt, wir brauchen noch Ausstiegsregeln. Und dafür haben wir einmal die Ausstiegsregeln für die Trade-Betreuung. Das wäre hier also, wir müssen einmal wissen, was ist das maximale Risiko, was wir eingehen und das maximale Risiko, was ich bereit bin zu gehen auf dem Intraday-Trade. Das liegt bei der 0,5-fachen Tagesschwankung, also die Hälfte der normalen Tagesschwankung über die letzten 10 Tage. Das ist das absolute Maximum, was ich riskiere auf so einem Trade. Brauche ich aber normal gar nicht. Okay. Kurze Frage ist hier noch drin, da gehe ich erstmal drauf ein vom Rainer. Der Rainer schreibt hier, pass auf, du schreibst hier, du beobachtest ab 8 Uhr und dann wäre ja die dritte Kerze in Folge schon um 8:45 Uhr und jetzt sagst du, ihr Zeitfilter ist 9:30 Uhr. Rainer, da hast du zwei Dinge durcheinander gebracht. Das eine, was für 8 Uhr für mich wichtig ist, das ist nur der Trendfilter. Das heißt, ich schaue mir nur die Eröffnung an um 8 Uhr. Ich schaue mir die Eröffnung an und wenn die höher liegt als am Tag vorher, weiß ich, ich habe einen Trading-Tag. Liegt die tiefer als einen Tag vorher, weiß ich, ich brauche mich um diese 15-Minuten-Strategie nicht kümmern. Ja, das heißt, 8 Uhr ist tatsächlich nur der Trendfilter und ab 9:30 Uhr kommen erst die Signale. Ja, und das hängt eben damit zusammen. Um 9 Uhr startet der normale Handel. Um 9 Uhr öffnet die Kasse. Um 9 Uhr kommt das richtige Volumen in den DAX Future auch rein. Und dann möchte ich sehen, die erste Kerze 9 Uhr bis 9:15 Uhr, die zweite Kerze 9:15 Uhr bis 9:30 Uhr. Ja, so. Und dann kann ich anfangen zu traden. Okay. Also. Okay. Analyse auf FDAX und Handel auf FDAX M. Ja, ach so, okay, Mario, alles klar. Also ja, das geht natürlich beides. Ja, man kann natürlich die Analyse auf dem FDAX machen und seine Trades dann einfach im Mini-DAX reinlegen. Das ist die beste Variante, wie ich finde. Ja, wenn man im Mini-DAX handeln möchte, ich würde empfehlen, den großen DAX anzuschauen, die Signale aus dem großen DAX zu nehmen und dann einfach die Order in den Mini-DAX reinzulegen. Aber schau es dir mal an. Es könnte sein, dass das Volumen im Mini-DAX inzwischen ausreichend ist, um gleiche Signale zu liefern. Ja, dann kannst du auch direkt im Mini-DAX die Analyse machen. Okay, also ich brauche einmal ein maximales Risiko, was ich bereit bin zu gehen, und ich brauche einen Trailing-Stop. Und mein Trailing-Stop ist immer das tiefste Tief der letzten 10 Kerzen. Ja, und das nehme ich auch von Anfang an.
Das heißt, wenn ich einen Trade eingehe, dann schaue ich zuerst, wo ist das tiefste Tief der letzten 10 Kerzen im 15-Minuten-Chart. Da lege ich meinen Stop hin. Es sei denn, die Kerzen sind so groß, die letzten 10, dass dieses Stop-Level größer wäre als die halbe Tages-ATR. Ja, dann passe ich das an die halbe Tages-ATR, weil das ja mein maximaler Stop ist. Okay. Also zu den Ausstiegsregeln gehört natürlich auch noch der Gewinnfall. Ja, wann mache ich eine Position im Gewinnfall zu? Da nehme ich als maximales Risiko, als maximales Ziel die 1,6-fache ATR. Das ist so weit gegriffen, dass das fast nie erreicht wird. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich am liebsten bis zum Ende des Tages in der Position drin bin. Und nur dann, falls der Markt mal wirklich richtig durch die Decke geht, dann will ich auch mal Gewinne mitnehmen, weil dann ist es so, je weiter der läuft, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass zum Ende des Tages auch wieder abverkauft wird. So, und dann natürlich auch auf der Gewinnseite zieht der Trailing Stop hinterher. Das gucken wir uns auch gleich auf dem Chart an, wie das Ganze aussieht. Und das Letzte, was hier wichtig ist, ist spätestens zum Ende des Tages bin ich raus. Ja. So, ich gehe mal kurz hier in meine kleine Übersicht. Also ich will einmal schnell vielleicht das Ganze auf dem Chart zeigen, bevor wir hier weiter in die Folie gehen, möchte ich das einmal kurz am Chart zeigen, dass ihr wirklich schon mal ein Gefühl habt, wie diese Trades aussehen. Ah, der Ulrich fragt, inwieweit die Performance schlechter wird, wenn man den Volumenfilter nicht betrachtet. Ah, das werdet ihr gleich sehen. Dieser Volumenfilter hat einfach den Zweck, auch die Trade-Frequenz stark zu begrenzen. Ja, es kommen, wenn man das Volumen nicht beachtet, gibt es sehr, sehr viele Signale. Und das Problem ist halt immer, stellt euch das mal logisch vor. Das Problem ist immer, wir arbeiten mit einer starken Kerze. Also wir arbeiten mit einer Kerze, die groß ist möglichst, ja, die grün ist, wenn ihr das auf grün und rot aufgeteilt habt. Und jetzt kann es natürlich sein, dass es eine starke grüne Kerze gibt, zu einer Zeit, wo nicht viel los ist, ja, wo nicht viel Orders im Orderbuch liegen. Und dann ist es tatsächlich so, dass das wenig Sinn macht, dann so, ich nenne es jetzt mal Momentum-Ausbrüche zu handeln, die nicht unter entsprechendem Volumen stattgefunden haben. Von daher ist dieser Volumenfilter für mich sehr wichtig, um einfach auch die Relevanz des Preissignals zu prüfen. Ja. Okay. Thomas fragt, End of Day, 22 Uhr, genau. Ja, also dann 5 Minuten vorher, 3 Minuten vorher. Oder ihr habt eine Handelsplattform, die euch End of Day die Position noch automatisch rausnehmen kann, wenn ihr das denn möchtet. Ja, das gibt es auch. Aber ansonsten kurz vor 22 Uhr einfach manuell schließen. So, dann fragt der Stefan, dann greift der Trailing Stop somit erst nach 2,5 Stunden? Nein, der Trailing Stop wird im Prinzip alle 15 Minuten geprüft. Ja, wir gucken uns das einfach mal an. So, und dann werdet ihr hier nämlich schon mal sehen, ja, so viele Trades gibt es hier gar nicht. Ich mache das Ganze über den Agena Trader. Da lasse ich mir die Signale anzeigen. Einfach weil es eine programmierte Strategie ist, ist es hier sehr einfach, sich diese Signale anzeigen zu lassen. Das ist der letzte Trade, der hier entstanden ist. Muss hier so ein bisschen hochgucken, weil ich habe einen neuen Bildschirm, der ist so 1,20 breit und ich weiß leider nicht, wie ich den aufteilen kann, um nur eine Hälfte zu übertragen. Wenn ich euch den kompletten Bildschirm übertragen würde, dann würdet ihr gar nichts mehr erkennen. Deswegen habe ich mir jetzt oben drüber nochmal einen Bildschirm gepackt. Da muss ich jetzt hier so ein bisschen nach oben gucken, um hier was zu zeigen. Also das letzte Signal, was hier entstanden ist, wir gucken erstmal kurz auf heute. Ja, also schauen wir uns mal heute an. Heute 8 Uhr. Da sind wir hier bei 10.800 Punkten ungefähr. Ja, das war so die Eröffnung heute um 8 Uhr. 10.804 im DAX. Und jetzt schauen wir einfach mal auf gestern.
Ja, gestern 8 Uhr war die Eröffnung hier oben bei 10.970, also ungefähr 170 Punkte höher als heute. Deswegen gibt es heute für mich hier keine Signale. Ja, und dann, das ist alles auch bei mir im Filter hier schon berücksichtigt. Deswegen kommen hier gar keine Signale rein. Ah, Mario fragt, ob man die Strategie erwerben kann für den Agena Trader. Da kommen wir ganz am Schluss drauf. Ja, wie gesagt, habe ich so ein kleines Special für euch. Ganz am Ende für die, die hier durchhalten bis um 11 Uhr. Die kriegen dann noch was zugesagt. Okay, das letzte Setup ist hier entstanden am 5. Mai um 14 Uhr. Diese Kerze hier, ich vergrößere das Ganze mal ein bisschen und ziehe hier auch mal das Volumen ein bisschen rein. Dann erkläre ich euch gleich mal, was ihr hier alles seht. Also, 5. Mai. Gehen wir einmal kurz und prüfen das Grundsetup. Der 5. Mai war ein Dienstag. Deswegen ist das ein Tag, der zum Handel in Frage kommt. Wir hatten einen Eröffnungskurs um 8 Uhr. Der lag bei 10.622 Punkten. Wir hatten einen Eröffnungskurs am Tag vorher um 8 Uhr. Der lag bei 10.462. Also sind wir hier deutlich höher über 10.6. Hier waren wir im Bereich 10.4. Also Dienstag. Eröffnung von dem Dienstag höher als die Eröffnung vom Montag, also haben wir einen Handelstag. Okay? Und jetzt machen wir im Prinzip den gesamten Handelstag nichts anderes als immer wieder hier ab 9 Uhr, ab 8:45 Uhr auf den 15-Minuten-Chart zu gucken und schauen, okay, wo haben wir denn ein Hoch, was höher liegt als die beiden Kerzen vorher? Ja, das haben wir hier um 9:15 Uhr, haben wir ein Hoch. Kann es noch ein bisschen größer machen, dann sieht man es vielleicht noch besser. So. Um 9:15 Uhr, die Kerze, die hier um 9:30 Uhr endet, hat einen Hoch, das ist höher als die beiden vorher. Wäre also ein Grundsetup, was erfüllt ist. Ja, Punkt 1, höheres Hoch. Also ein Schlusskurs, was höher liegt als die Hochs vorher. Aber hier sehen wir das Volumen. Das Volumen ist kleiner als in der Kerze vorher. Deswegen kein Trade. Ja. Nächste Kerze schließt hier auch wieder über dem Hoch der beiden vorher. Also Preisfilter ist erfüllt, Preisbedingung ist erfüllt. Aber auch hier war das Volumen höher als in dieser Kerze. Also kein Trade. Ja, und so setzt sich das hier fort. Hier stimmt auch die Price Action schon nicht mehr. Und was sehen wir? Der Markt kracht nochmal runter und wir wären sowieso hier unten ausgestoppt worden. Weil die grüne Linie, die hier läuft, das ist das tiefste Tief der letzten 10, 15 Minuten Kerzen. Das ist mein Trailing Stop. Ja, jetzt kann man sich das Ganze hier anschauen. Hier haben wir nochmal eine Price Action, die passt. Also hier haben wir ein höheres Hoch, also einen höheren Schlusskurs, als die beiden Kerzen vorher das Hoch hatten. Hier passt also die Price Action um 11:45 Uhr. Schauen wir auf das Volumen. Volumen ist niedriger als zwei Kerzen vorher, fällt also aus. Wo haben wir das nächste? Hier. Hier haben wir das nächste Setup. Price Action passt. Schlusskurs liegt über den beiden Hochs vorher, aber Volumen passt auch wieder nicht. Und da seht ihr jetzt schon, wie wichtig im Prinzip auch diese Volumenbetrachtung ist. Einfach um das Signal, was wir bekommen, zu verifizieren. Ja? Und das erste tatsächlich passende Signal, was wir gekriegt haben, ist dieses hier. Da sehen wir auch, wie hier das Momentum in die Kerze reinkommt, was das für ein Druck ist hier am Markt. Schlusskurs deutlich über den beiden Hochs von vorher und wir haben ein höheres Volumen als in den beiden Kerzen vorher. Und hier ist das erste Mal alles erfüllt. Alle Bedingungen sind erfüllt und dann entsteht bei mir hier auf Magena Trader der grüne Pfeil und ich habe jetzt hier zur Übersichtlichkeit auch noch das Signal als Indikator einblenden lassen. Ja, und dann wird einfach zum Open der nächsten Kerze, weil dieser Pfeil entsteht in dem Moment, wo die Kerze beendet ist. Zum Open der nächsten Kerze wird hier Market gekauft, und dann wird der Stop hier unten hingesetzt. Das heißt, der Eröffnungskurs ist 10.666, wird gekauft und der Stop liegt unten bei 10.590. Das sind 75 Punkte, Stop, macht im kleinen DAX so knapp 400 Euro. Ja. Und dann haben wir nichts weiter zu tun, als alle 15 Minuten zu gucken, hat sich die grüne Linie hier weiter bewegt. Wenn ja, ziehen wir einfach unseren Stop an dieser grünen Linie weiter und werden dann hier
um 21:20 Uhr ungefähr ausgestoppt bei 10,685. Also ein kleiner Profit. Ja. Okay. Der Michael fragt, was das für Linien sind. Also die grüne Linie hier, das ist die Stop-Linie. An dieser Linie wird der Stop hinterhergezogen. Und die rote Linie, die zeigt mir, das ist ein Indikator, der hier programmiert ist für einen Agena Trader. Der zeigt mir einfach immer die 0,5-fache ATR vom Eröffnungspreis. Ja, weil das ist ja das, was ich als maximales Risiko haben will, 0,5-fache ATR. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier einsteige, ich zeichne das mal gerade kurz rein. Ich hole mal mein Zeichentool hier mit dazu. Ja, funktioniert. Und dann zeichne ich das mal ganz kurz rein, damit wir den Rest hier auch noch schaffen. Also, hier wäre die Ausführung. Und wenn ich hier einsteige, liegt hier unten mein maximales Risiko, weil das hier unten ist die halbe Tages-ATR. Jetzt sehe ich aber sofort, die grüne Linie ist oben drüber, deswegen passt es vom Risiko. Ja, das ist die Linie, die hier mitfährt. Das ist die Stop-Linie und das hier ist die Linie maximales Risiko. Und wir sehen, manchmal liegt die über der und dann wird die rote hier genommen, sollte man hier einen Trade aufbauen. Und die blaue Linie, die oben drüber läuft, das ist das Ziel, das ist die 1,6-fache Tages-ATR. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo wir hier einsteigen, würden wir im DAX, wenn der auf 10.920 Punkte raufspringt innerhalb des Tages, würden wir hier bei 10.920 aussteigen. Ja, das sind die Linien. Okay, dann will ich jetzt erstmal schnell die Präsi durchkriegen und dann gehen wir nochmal auf den Chart. Genau, Frank, das machen wir gleich. Da bringe ich nochmal ein Beispiel auch mit Pyramiden. Dann scrollen wir einfach mal hier nach links an die Tage vorher. Dann seht ihr auch mal ein bisschen, wie die Trade-Frequenz so ist, wie viele Trades da zustande kommen und so weiter. Ganz wichtig ist hier immer, der erste Trade wird ausgeführt und wird einfach gemanagt. Und wenn wir eine Position haben, dann werden auch die anderen Signale, die hier entstehen, nicht mehr beachtet. Ja, die sind unwichtig. Die sind nur dann wichtig, wenn wir hier innerhalb des Trades oder innerhalb des Tages ausgestoppt werden. Dann kann man die neuen Signale für einen Re-Entry verwenden, also für einen Wiedereinstieg, wenn die Position ausgestoppt worden ist. Okay, so, dafür gehen wir jetzt nämlich dann noch einmal ganz kurz auf die Pyramidenregeln. Die haben wir uns ja noch gar nicht angeschaut. Ja, deswegen gehen wir einmal kurz über die Pyramidenregeln und dann gucken wir uns noch die Performance an und dann gehen wir noch mal in den Chart rein. Also, Pyramidenregeln, ganz klar. Wir bauen nur dann eine Position auf, eine Pyramide auf, wenn die erste Position bis maximal 10:15 Uhr getriggert worden ist. Ja, wir haben uns gerade ein Beispiel angeguckt. In dem Beispiel war der Einstieg um 14:15 Uhr. Das heißt, deutlich nach 10:15 Uhr. Deswegen sind an dem Tag auch keine Pyramiden aufgebaut worden. Ich möchte eine Pyramide dann aufbauen, wenn der Markt wirklich stark ist. Wenn ich also eine sehr, sehr starke Preisbewegung schon direkt ab der Eröffnung sehe. Und wenn wir eine Position vor 10:15 Uhr aufbauen, dann muss die erste Handelsstunde nach 9 Uhr sehr stark sein. Ja, weil dann brauche ich schon eine Momentumkerze, die mit dem Schlusskurs über dem Hoch der beiden vorher liegt. Und ich brauche eine Volumenspitze. Ja, und meistens haben wir das Top-Volumen so um 9 Uhr, 9:15 Uhr. Ne? Und wenn sich das danach nochmal aufbaut und wir kriegen nochmal ein höheres Volumen bei höheren Preisen, dann kann man davon ausgehen, dass wir einen Mover-Tag kriegen, dass da wirklich Druck drauf ist. Und dann möchte ich die Position sukzessive aufbauen. Das mache ich ganz einfach. Also ich sehe ja, meine erste Position ist vor 10:15 Uhr im Markt. Und dann schaue ich auch einfach nur wieder auf die 15-Minuten-Kerzen. Und nach jeder 15-Minuten-Kerze, die grün ist, egal ob das zu einem höheren oder tieferen Kurs ist, als die erste aufgebaut worden ist, nach jeder 15-Minuten-Kerze, die grün ist, nehme ich einen zusätzlichen Kontrakt mit rein. Ja. Und das Ganze mache ich dreimal. Entweder ich werde vorher mit der Gesamtposition ausgestoppt oder ich mache das so lange, bis ich insgesamt vier Kontrakte habe. Also einen Startkontrakt und drei Pyramiden obendrauf. Und dann wird die gesamte Position gemeinsam gemanagt. Es wird der Stop für alle vier wird an der grünen Linie hinterhergezogen. Ja. Okay.
Ja, Mario fragt hier, die Stops bleiben unverändert. Naja, unverändert insofern, dass man, wenn man jetzt schon den Stop für eine oder zwei, für die ersten beiden Positionen zum Beispiel, die man aufgebaut hat, hinterhergezogen hat, dann kommt der Stop für die dritte Position auf das gleiche Level wie für die beiden vorher. Also es wird immer die gesamte Position gemanagt. Ja. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Das ist überwiegend Backtest, was hier entstanden ist. So bis 2017 ungefähr ist Backtest, 2016, 2017. Danach sind diese Regeln gemacht worden. Ja, das ist also die Performance für einen Mini-DAX von 2006 bis März 2018. Ja. Also ich habe am Anfang auch die Performance da weitergeführt. Das mache ich nicht mehr, weil es eben ein abgeschlossener Bereich ist, sage ich mal. Das ist Performance, wo Backtest mit drin ist. Da ist also ein Tick Slippage berechnet worden und 3 € Commission pro Trade. Und keine Positionsgrößensteuerung, immer nur für jedes Signal eine Position. Für jedes Signal ein Kontrakt. Ja, das ist jetzt aber gar nicht so ausschlaggebend, weil das ist lange her. Ja, das, was wirklich interessant ist, ist das, was jetzt aktuell ist. Das heißt, das, was seit Januar 2018 gelaufen ist bis jetzt. Wir haben hier den April 2018. Da ist die Backtest-Kurve, die wir uns gerade angeschaut haben, beendet. Und da geht das dann hier in überwiegend live. Ja, es ist natürlich auch mal so, dass ich Trades nicht genommen habe, weil ich nicht am Rechner gesessen habe. Die sind dann nachgepflegt. Also ja, bitte einmal verstehen, das ist die Performance, wenn man jedes auftauchende Signal gehandelt hätte, mit jeweils einem Kontrakt. Ja. Das ist also die Entwicklung über 2,5 Jahre ungefähr. Und das, was für mich eben wichtig ist, ich habe das ja eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Das, was für mich wichtig ist, ist natürlich zum einen, dass ich eine Kurve habe oder einen Performanceverlauf, klar, der von links unten nach rechts oben geht. Ja, das ist immer so die Grundvoraussetzung. Das ist das, was ich sehen will. Aber worauf ich halt auch achte, ist, dass diese Drawdown-Phasen, ja, die jedes System hat, die manchmal auch zeitlich relativ lang sein können. Ja, das ist hier wirklich eine Drawdown-Phase von Trade Nummer 190 so bis Trade Nummer 240. Das sind fast 50 Trades, wo die Performance eben so langsam runtergeht. Es gibt halt einfach manchmal Marktphasen, in denen das so ist. Und das hier war eine Phase, da ist der DAX zwar gestiegen, aber relativ müde. Ja. Da hat er immer mal kurz so einen Breakout gemacht nach oben, Intraday-Breakout, der sofort wieder abverkauft worden ist und so. Das war also eine Phase, die einfach für dieses Handelssystem nicht geeignet war. Und sowas gibt's. Und das Problem für uns als Trader ist, dass wir einfach nie wissen, wann so eine Phase kommt. Und wir wissen auch nie wirklich, wann die beendet ist. Deswegen mache ich es normalerweise so, dass ich meine Strategien durchhandle. Ja, aber das, was eben für mich wichtig ist, ist die Auswertung, die jetzt dann gleich noch kommt, die mir zeigt, was ist die maximale Verlustserie, was ist der maximale Drawdown und so weiter. Das ist also das, was wir hier drin haben. Und jetzt sehen wir halt auch gerade die letzte Phase hier, ja, die hier ganz am Ende läuft. Was ist das? Ja, das ist diese dynamische V-Bewegung, die wir nach dem Märzabverkauf gesehen haben. Ja, und da haben wir viele Trendtage drin, wo die Märkte einfach irgendwo angefangen haben und dann nur gestiegen sind. Und das sind halt genau die Phasen, in denen wir hier mit der Strategie performen. Ja. Zur Auswertung können wir uns mal kurz die wichtigen Sachen anschauen. Es gibt halt so ein paar Dinge, auf die ich immer achte bei meinen Auswertungen. Und das mache ich bei allen Auswertungen, nicht nur bei den regelbasierten Strategien, sondern auch bei den diskretionären Geschichten. Für die regelbasierten ist natürlich immer besonders wichtig, das ist jetzt hier mal auf den Mini-DAX gerechnet,
Ja, über 2,5 Jahre. Ich schaue mir natürlich erstmal an, wie hoch ist die Trade-Frequenz. Da haben wir 275 Trades. Ist also wirklich gut umsetzbar. Ist jetzt nicht so unheimlich viel, dass man mit dem Traden gar nicht hinterherkommt, weil es ist natürlich auch immer wichtig, der Gewinn, den ihr macht. Wie sieht das Ganze aus im Verhältnis zu den Kosten, die ihr verursacht? Ja, und je mehr Trades ihr macht, umso mehr Kosten verursacht ihr. Hier muss man allerdings dazu sagen, die Performance, die hier angezeigt ist, ist ohne Kosten. Das heißt, wenn wir jetzt einen Broker haben, der uns 4 € pro Roundturn zum Beispiel abnimmt, dann müssen wir einfach 275 mal 4 rechnen und das müssten wir vom Gesamtprofit abziehen. Dann haben wir auch die Kosten da berücksichtigt. Ja. Also so ungefähr etwas über ein Tausender weniger. Wir sind aber immer noch bei über 10 Riesen. Profit über die Zeit. Und die Punkte, die sonst noch wichtig sind, sind maximaler Gewinn, maximaler Verlust. Ja, was ist also der maximale Verlust, der in diesen 2,5 Jahren aufgetreten ist? War ein Tausender. Der maximale Gewinn ist doppelt so groß. Das ist sehr gut. Das passt. Der durchschnittliche Verlust, der liegt bei minus 143 Euro. Der durchschnittliche Gewinn liegt bei plus 300. Ist also mehr als doppelt so groß. Hervorragend. Das passt. Und jetzt kommen wir auf den Punkt, wo wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben, ja, das Recht haben. Okay? Es geht nicht ums Recht haben, sondern es geht darum, Geld zu verdienen. Und wenn wir uns die Performance-Kurve anschauen, die durchaus sauber aussieht, die hat eine Trefferquote von 41%. Ja, das heißt, von 10 Trades, die ich aufbaue, kriege ich 6 um die Ohren. Zum Recht haben ist es nichts. Zum Geld verdienen ist es super. Ja, wir haben einen Profit-Faktor von 1,49. Das heißt, wir verdienen das anderthalbfache von dem, was wir verlieren. Ja, ich habe es jetzt hier einmal für den Mini-DAX aufgezeigt. Da sind über die gesamte Zeit 34.000 Gewinn angefallen, 22.000 Verlust, bleibt ein Profit von 11. Und das Ganze kann man natürlich auch über den großen DAX umsetzen. Da haben wir genau den gleichen Profit-Faktor. Es bleiben etwas über 50.000 Euro übrig. Das ist mehr als ein Tausender pro Monat, den man damit machen kann. Man braucht halt dann eine etwas höhere Kapitaldecke. Ja. Okay. Ah, der Hans, der hat hier einen tollen Tipp geschrieben. Vielen, vielen Dank, Hans. Das werde ich mir nachher gleich mal anschauen, wie das hier ist mit der Bildschirmaufteilung. So, wir gehen nochmal schnell weiter hier. Zu den restlichen Fragen kommen wir gleich, dass ich einmal in der Zeit hier alles durchkriege. Das ist nochmal der Vergleich der Strategie zur Entwicklung des DAX. Ja, weil es ist natürlich so, hey, ich sag mal, wenn der DAX trendmäßig rennt wie verrückt, dann ist es natürlich einfach mit einer Long-Strategie hier Geld zu verdienen. Schwierig wird es immer, wenn der DAX anfängt rumzuzicken oder überhaupt, wenn irgendein Markt rumzickt, wenn er abwärts läuft, wenn er Riesenkorrekturen drin hat. Das ist immer wichtig zu sehen, wie verhält sich eine Strategie in solchen Zeiten, ja, in einer Zeit, wo einfach trendmäßig alles raufläuft, da performt jede Trendfolgestrategie. Wichtig ist, was passiert denn, wenn es am Gesamtmarkt mal abwärts geht? Ja, in solchen Phasen wie hier, wenn wir uns das anschauen. Hier haben wir eine lange Phase gehabt, in dem der DAX gefallen ist. Ja, schauen wir uns die Performance an vom System, die ist nach oben gelaufen. Hier haben wir einen extrem harten Abverkauf im DAX. Ja, da haben wir hier auch eine Verlustphase im System drin. Aber schauen wir uns an, ja, wie im DAX die Entwicklung danach gelaufen ist. Ja, der ist jetzt so ungefähr bei 50% Retracement. Wo sind wir in der Strategie? Dick auf neuen Hochs. Ja. Und das ist das, worauf es ankommt. Ja. Das ist das, was wirklich wichtig ist. Wie performt die Strategie über die Zeit? Okay, so, und für alle, die bis jetzt dabei waren, es gibt also eine ganz tolle Geschichte hier. Und zwar könnt ihr, wenn ihr mit Margina Trader arbeitet, diese Signale 2 Monate komplett kostenlos kriegen. Könnt es mal wirklich ausgiebig testen. Ich will euch hier nichts vom Pferd erzählen. Ja, in dem Moment, wo ihr euch das über einen Margina Trader reinholt, kriegt ihr alle Signale im Chart dargestellt. Ich gehe gleich nochmal drauf im Anschluss und zeige das. Der Link, den ihr dazu braucht, über die Kontoeröffnung von FX Flat, falls ihr noch kein Konto habt. So, den schmeiße ich hier mal kurz rein.
Das ist der Link zur Kontoeröffnung, der auch auf meiner Website verknüpft ist. Wenn ihr Bock habt und es einfach mal ausprobieren wollt, FX Flat bietet sich an dafür. Ihr könnt einen DAX handeln als großen Future, als kleinen Future, als CFD. Ihr habt also die komplette Risikosteuerung, die ihr da braucht. Wenn ihr da ein Konto eröffnet habt, dann bekommt ihr für 2 Monate quasi den Lizenzkey fürs Add-on kostenlos. Wenn ihr schon ein Konto habt, dann könnt ihr natürlich in dem Moment, wo ihr einen Agena Trader nutzt, euch das Ganze auch anschauen. Diese Strategie ist enthalten in einem Add-on von mir, das nennt sich Top Trader Signals. Da sind auch sehr, sehr viele Signale drin für Aktienstrategien. Da sind ganz tolle Aktienstrategien bei. Von Jeff Cooper, von Linda Raschke sind wirklich tolle Strategien programmiert, die eben tatsächlich auch fixe Einstiegssignale für Aktientrades auch anbieten, was sich bei FX Flat auch super machen lässt, weil die Aktien-CFDs mega günstig handelbar sind, viel, viel billiger als bei den meisten Brokern, die Aktien als CFDs anbieten. Und von daher ist es ein tolles Paket, was sich auch in Zusammenarbeit mit FX Flat einfach anbietet. Und deswegen verteile ich das auch darüber. Also wenn ihr da schon ein Konto habt und würdet es trotzdem gerne testen, dann könnt ihr für 2 Wochen das Ganze immer kostenlos testen. Ihr könnt jedes Agena Trader Add-on für 2 Wochen kostenlos testen. Und danach kostet es 29 Euro im Monat, ist monatlich kündbar. Also ihr seid quasi risikofrei damit unterwegs. Ja, ihr investiert da einmal 29 Euro und wenn ihr feststellt, dass ihr nach 6 Wochen, 8 Wochen damit Geld verdient habt, dann behaltet das einfach und wenn nicht, dann bestellt das wieder ab. Ja, aber ich sage euch, wenn ihr das vernünftig macht und euch an das haltet, was in dem Add-on gezeigt wird, dann wird das klappen. Nein, genau diese Strategie ist nicht auf dem US-Markt anwendbar. Das ist eine DAX-Strategie. Das, was wir uns hier heute angeschaut haben, ist eine DAX-Strategie. Und die wird bitte auch nur auf dem DAX verwendet. Wie gesagt, CAC 40 oder irgendwas, was sehr ähnlich läuft, könnt ihr machen. US-Markt nicht. Dafür gibt es andere Strategien. Ja. Dann habe ich noch einen schnellen Hinweis in eigener Sache für die sich mit dem Bereich Rohstoff- und Währungstrading, auch im Forex-Markt übrigens, ein bisschen genauer nochmal für den Swing-Trading-Bereich was antun wollen. Ja, das ist mein absolutes Steckenpferd, Commitments of Traders. Da mache ich eben einmal im Jahr ein Masterclass-Seminar. Das findet jetzt Ende Juni statt. Entweder physisch, was mich freuen würde, wenn es nicht klappt aufgrund von Corona-Beschränkungen, dann wird es 3 Tage online. Das läuft Samstag, Sonntag, Montag. Es muss also immer nur einen Tag freigenommen werden. Von daher, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr sehr gerne mal hier auf diesen Link klicken, der auch da unten schon drin steht. Aber ich packe euch den auch noch mal in den Chat. Da findet ihr dann auch noch mal die ganzen Informationen dazu. Und für die gerne das Add-on testen wollen, für die 2 Wochen, da habe ich euch jetzt einfach mal den Link zum Traders Yard Shop reingepackt. Da könnt ihr das anfragen. Oder aus der Plattform direkt, wenn ihr es habt. Okay, ich gehe noch mal kurz in die Charts rein. Wir haben jetzt tatsächlich das, was wir hier machen wollten. Ja, das haben wir heute geschafft. Aber mit denen, die noch drin sind, und es sind noch weit über 100, die noch drin sind, dann hier gerne nochmal ein, zwei Setups, die wir hier durchgehen können. Ich schaue mal kurz vorher durch die Fragen, weil es ist doch einiges hier noch reingekommen, was wir hier noch schnell abarbeiten. Der Siegfried fragt, ob man die Strategie mit dem entsprechenden Handelstool auch automatisieren kann. Ja, kann man. Der Agena Trader kann das. Da wäre das also möglich. Da kann man dann sein Stop-Management hinterlegen. Dann wird doch der Stop automatisch hinterhergezogen. Wenn man das Ganze über einen Agena Trader macht, kann man das machen. Der Hans fragt, ob das mit der Mercury-Version funktioniert. Ja, sollte. Eigentlich sollte das mit der Mercury-Version funktionieren. Die Mercury-Version hat halt nur nicht die Möglichkeit, so wie ich das hier habe, so einen Scanner einzublenden. Das kann die Mercury nicht, diesen Scanner.
Aber die normalen Signale hier, die sollte man ohne Probleme sehen können. Okay, was kostet das L nach 2 Monaten? Haben wir gesagt, 29 Euro. Also, was ich zum Kaufen fürs Addon verlangen würde, das geht leider gar nicht, weil Agena Trader jetzt die ganzen neuen Dinge nur noch auf Abos anbietet. Ah, ja, der Philipp fragt, ob das auch für den Stereo Trader zur Verfügung steht. Nee, könnte ich aber mit dem Dirk mal drüber sprechen, kann man bestimmt machen. Ja, Rainer, schicke ich dir was, kein Problem. Was haben wir hier noch? Genau, die richtig, Sascha. Die Signale sind im Top Trader Signals Addon unter DAX Kickoff zu finden. Da ist das noch unter Kickoff hinterlegt, weil wir das in einem anderen Webinar mal unter Kickoff drin hatten. Das werde ich aber zum nächsten Update auch ändern. Aber Kickoff und Takeoff ist das gleiche. Thomas fragt, ob die Short Trades, ob sowas als Short Trade grundsätzlich nicht rentabel ist. Doch, ich habe sowas auch mal programmiert. Das geht. Aber die Märkte funktionieren in die Short-Richtung ein bisschen anders als in die Long-Richtung. Deswegen müsste man einige Dinge da ändern. Ja, das ist typischerweise so, dass Short-Bewegungen mit deutlich mehr Momentum laufen. Und da muss man früher Gewinne mitnehmen. Also genau 1:1, das in die Short-Richtung ist nicht umsetzbar. Okay, dann so, hier haben wir nochmal ein Einstiegssignal. Ich glaube, eins vorher war dann auch mit Pyramide. Wir schauen uns hier erstmal noch schnell einmal ein ganz normales an. Ich zeige das nochmal kurz, was hier jetzt alles wichtig war. Also, wir haben hier nach 14 Uhr wieder ein Schlusskurs, der über dem Hoch der beiden Kerzen vorher liegt. Und wir haben ein Volumen hier, was deutlich über dem Volumen der beiden Kerzen vorher liegt. Deswegen entsteht am Ende der Kerze hier dieser grüne Pfeil. Ja? Und das, was jetzt passiert, ist Einstieg hier zum Eröffnungskurs der nächsten Kerze. Das wäre hier. Der Stop kommt hier unten hin. Ja, und jetzt wird einfach nur geschaut, wie verläuft der Markt und wie wird der Stop hinterher getrailt. Ja. Hier liegt der Stop, dann wird der Stop hier hinterher getrailt. Ja, und im Prinzip haben wir nichts weiter zu tun, als nur den Stop hier hinterher zu trailen, hier hinterher trailen. Und jetzt wird es 22 Uhr und wir sind immer noch in der Position drin. Ja, und das sind die Situationen, die ich mag und das sind auch genau die Situationen, die wir hier mitnehmen wollen. Wenn ich hier mal den Ruler reinhole aus dem Agena Trader, dann sehen wir, dass wir haben die Position aufgebaut hier zur Eröffnung. Wir stellen die kurz vor 22 Uhr hier glatt, ja, und haben im Future verdient 260 Punkte. Im großen Future sind das 6.500 Euro. Im kleinen Future sind das so 1.250. Ja. Ja, hier haben wir was mit Pyramide. Das ist vom 28.04. Wir gehen einmal kurz nochmal in die Grundbedingungen rein. 28.04. ist ein Dienstag. Das hier ist der Montag. Wir gucken uns die 8-Uhr-Eröffnung an. Ja, die liegt hier ungefähr bei 10.600. Schauen. Vom Montag 8 Uhr Eröffnung, die liegt hier bei 10.500 und, also unter 10.6. Das heißt, die Eröffnung hier ist höher als am Vortag. Also haben wir hier einen Tag, der für Käufe in Frage kommt. Und jetzt haben wir hier um 9:30 Uhr das erste Signal. Ja, direkt um 9:30 Uhr. Wir haben hier die Kerze, die um 9 Uhr anfängt, die ist um 9:15 Uhr beendet. Dann haben wir hier die Kerze, die um 9:15 Uhr anfängt, die ist um 9:30 Uhr beendet. Hier haben wir die Kerze, die um 9:30 Uhr anfängt, die ist um 9:45 Uhr beendet. Und da kommt auch dieses, ich zeichne das nochmal schnell ein, da kommt auch dann dieser Pfeil hier.
Ja, hier sehen wir den Ausschlag im Indikator nach oben und die Position wird aufgebaut zu diesem Preis in der nächsten Kerze zur Eröffnung. Die erste Position ist aufgebaut um 9:45 Uhr, das heißt vor 10:15 Uhr. Also werden hier Pyramiden aufgebaut. Das heißt, hier wird gekauft, dann wird geschaut, die Kerze ist grün. Nach der grünen Kerze wird zur Eröffnung des nächsten wird gekauft. Die Kerze ist rot, hier wird nicht gekauft. Die Kerze ist grün, also hier wird gekauft. Die ist rot, da wird nicht gekauft. Die ist grün, also hier wird gekauft. Und jetzt haben wir einmal, zweimal, dreimal, viermal gekauft. Ja, die Stops liegen hier. Tiefste Tief der letzten 10 Kerzen. Und nach dieser Kerze fangen wir an, hier hinterher zu trailen. Trailen hier hinterher und hier fliegen wir aus der Position raus. Ja, hier rutscht der Kurs unter das tiefste Tief der letzten 10 Kerzen und an der Stelle steigen wir aus. Das heißt, wir haben hier 4 Positionen aufgebaut, die im Durchschnitt, ja, ungefähr hier ist so der Durchschnittseinstiegspreis, die haben hier im Durchschnitt 2.500 € verdient, also 500 € im Mini-Future. Sind also 2.000 an einem Tag. Ja. Okay, so sieht das Ganze aus. Dann gucke ich noch mal kurz hier rein. Ohne Automatisierung. Genau, ja, so ist das. Ohne Automatisierung müsste man unter Umständen den ganzen Tag vor dem Screen verbringen. Korrekt. Ja, das ist der Job eines Daytraders. Ja, der sitzt den ganzen Tag vorm Screen und guckt, was sich da entwickelt. Ja, und da ist es egal, ob man das diskretionär macht oder ob man das mit Strategie macht, in dem Moment, wo es nicht voll automatisiert ist oder zumindest halb automatisiert, muss man davor sitzen. Ja, großer Vorteil vom Agena Trader, der kann das automatisieren. Peter, nein, es gibt keine Volumengrenze, bei der das für mich interessant wird. Ja, wir haben das gesehen, wir machen hier in 2,5 Jahren 270 Trades ungefähr. Das heißt, die Trade-Frequenz ist schon relativ gering. Da fange ich nicht auch noch an, mit einer Volumengrenze das noch weiter zu reduzieren. Okay. Gut. Nein, Thomas, es gab keine Folie mit Einstieg ohne Timing. Ja. Der Einstieg verläuft immer mit Timing. Okay, ich denke, das war's für heute. Wir haben das ganze Thema geschafft, haben auch alle Fragen beantwortet, die hier drin waren. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant für euch. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Anregungen geben, auch wenn ihr das nicht eins zu eins so umsetzt. Dann habt ihr vielleicht mal gesehen, auf was für Dinge man achten kann, um eine Strategie zu erstellen und eine Strategie zu generieren. Und wenn sie so einfach und so regelbasiert ist, kann man sie eben auch recht simpel über ein Backtesting-Programm laufen lassen und schauen, ob das alles so läuft. Ja. Ja, Georg, das ist gar nicht so wild. Der Georg schreibt hier, dass es ein bisschen schade ist, dass man FX Flat nicht mit AT handeln kann. Also zum einen ist es so, dass das in Arbeit ist, das wird demnächst kommen. Da haben wir aber noch keinen Zeitplan. Zum anderen ist es so, dass der MT4 kostenlos ist. Das heißt, ihr habt nicht mehr Kosten, wenn ihr euch die Signale aus dem Agena Trader holt und die im MT4 umsetzt. Das ist normalerweise kein Problem. Ja, das machen auch ganz viele bei der TWS so, dass sie sich die Signale aus dem Agena Trader holen, das Ganze in der TWS umsetzen, weil es natürlich auch immer ein zusätzlicher Risikofaktor ist, nochmal irgendwo eine Zwischenschnittstelle zu haben. Ja. Also das ist nicht weiter tragisch. Ja, ich mache das selber auch so. Ich hole mir meine Signale aus dem Agena Trader und setze die Trades auf anderen Plattformen um. Das ist auch kein Problem. Gut, dann wünsche ich euch allen einen super erfolgreichen Handelstag, eine schöne Restwoche und ja, würde mich freuen, wenn der ein oder andere mal auf die Seminarseite schaut, falls euch der Swing Trading Handel interessiert und ansonsten, wenn ein paar Tests vom Abo reinkommen, ja, kostet ja nichts. Alles klar. Dann vielen Dank von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob der Nelson noch was zu sagen hat, berühmte letzte Worte oder so. Gerne. Also wir wünschen dir, oder ich vertreten, sage ich einfach mal, wir wünschen dir natürlich auch eine erfolgreiche Woche und vielen Dank für das Webinar heute.
hast das ja selber gesehen anhand der Feedbacks, ist super angekommen. Und ich freue mich natürlich, dass auch so viele Leute dabei waren. Vielen Dank dafür, für das Interesse. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Ja, ihr seht hier die Kontaktdaten von Martin. Also, falls da noch Fragen sind, gerne diesbezüglich auch bei ihm melden, aber auch bei uns. Wir leiten das Ganze dann auch weiter. Und in einer Woche, Martin, haben wir wieder Webinar. Dann So gibt sieht's aus. es Da gehen wir ein Marktausblick, bisschen ins Research in Marktanalyse. Ichimoku. Ja? Genau, mit Ja. Ichimoku. Da freue ich mich auch sehr und würde mich freuen, wenn Sie auch da mit dabei sind. Bis dahin, erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und gerne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. So Tschüss. sieht's aus. Bis nächste Woche. Ciao.